Das Oberliga-Match ECC Preußen gegen die Crocodile Hamburg wird präsentiert von der Autolackiererei Arndt. Preußen Alav Crocodiles Helau. Die fünfte Jahreszeit geht wieder los. Partystimmung und Spaß kannst du am Glockenturm knicken. Hier wird's kämpferisch wild. Der Gast aus dem Norden winkt von Platz 4 auf die kriselnden Preußen, die nach 12 Tagen Länderspielpause mit neuem Elan zurückkommen wollen. Die Punkte bleiben hier! Die Punkte bleiben hier, Boys! Von Anfang an, Vollgas! Let's go, Boys, komm! Let's go, Boys, komm! Preußen! Also, ahu! Und auf geht's! Doch das 3-Punkte-Kidnapping wird nicht ganz so leicht. Seit Beginn der Saison spielt nämlich Ex-NHL-Profi Christoph Schubert für den Oberligisten aus Hamburg. Dazu aber später mehr, denn die Anfangsphase hat es mal so richtig in sich. Den in Schwarz spielenden Hausherren scheint das Päuschen gut getan zu haben, die Berliner schwungvoll, mit einigen Gelegenheiten. Der heimische Anhang, gewohnt laut, sieht gut aufspielende Preußen. Zumindest chancentechnisch die beste hat Justin Ludwig. Zunächst Julian van Lieden mit dem Fehlpass, doch dann schöner Stil von der 55 Ludwig. Allein vom Tor scheitert an Hamburg-Goalie Kai Christian. Aber auch die Hanseaten mit guten Möglichkeiten. Moritz Israel pfeffert den Puck hier erstmal nur an den Pfosten, bevor, wir haben ihn angekündigt, Christoph Schubert zeigt, woher er kommt. Ganz, ganz trocken zieht er mal in Überzahl ab und lähmt die Preußen 1:0 durch den Neuzugang, der nach Freezers Insolvenz das Kroko-Angebot bekam. Auf dem Eis sowie im Marketing und Sponsoring gibt er nun alles für den Oberligisten, der in die Fußstapfen des Hamburger DEL-Clubs steigen will. Es bockt unglaublich. Also es macht so viel Spaß, weil genau das ist, was ich machen wollte, auch später, dass ich jetzt die Chance habe, das quasi zeitgleich zu machen, im Management mit dabei zu sein, trotzdem noch spielen zu können. Und es macht weiterhin Lust, weil man sieht, man hat auch Erfolge. Man nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Und darauf kann man aufbauen. Tja, also eine große Ära bahnt sich da im Norden an. Zuletzt ja dreimal ausverkauft. Naja, wir warten es mal ab. Eisige Zeiten stehen dafür bei den Halbjungs an. Nach dem Gegentreffer ist die Anfangseuphorie vom Berliner Traditionsclub völlig futsch. Das 0-1 somit auch der erste Drittelstand. Unnötige Strafe, einfacher Schuss von oben, zack, 1-0. Und das ist momentan für uns so ein richtiger Neckbreaker. Also danach merkst du leider, dass es einige